Moin, 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 Servus, moin und Hello Kitty. Ich spiele heute mit Jelly aus Britney Spears. Moin. Ja, hi. Der Scully der Rally grüßt euch und heißt euch herzlich willkommen zurück zur Rallyigen Rubin Nuzlocke. Moin, das bin ich. Also der Rally, nicht die Nuzlocke. Das ist das, was wir spielen. Und, wir haben schon 40 Folgen jetzt durch. Heute ist nämlich Part 41 und ich finde, das ist eine schöne Zahl, um mal ein ganz kurzes Resümee zu ziehen, was denn bisher so passiert ist. Und ich habe hier meine schlaue Liste, wo alle Pokémon, die ich gefangen habe, drauf sind und möchte einfach nur mal ganz kurz aussagen, dass wir bisher auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, an 27 Orten Pokémon hätten fangen können. Manchmal haben wir sie leider getötet. Ich habe jetzt auch das Ei aus dem letzten Part mitgezählt. Also 27 Mal sind wir bereits in die schöne Gelegenheit gekommen, ein Pokémon mitnehmen zu dürfen. Gelungen ist uns das auch fast immer, bis auf 4 Mal. Da haben wir die leider getötet. Die Pokémon, die wir getötet haben, ohne sie zu fangen, waren Altaria, Yugong, Relaxo und Lippomentas. Schade, die hätten sicherlich mein Team teilweise noch gut ergänzt, aber kann man nichts machen. Dafür haben wir aber auch zahlreiche Pokémon mitbekommen, nämlich 23 in diesem Fall, wie man ja clever merkt. Von diesen 23 gibt es aber auch einige, die wir gar nicht einsetzen bisher und das möchte ich an dieser Stelle natürlich auch mal mit einer Silbe erwähnen. Das sind nämlich der Undertaker, ein Galopper, der Rallygator, ein Tyrakroc, Doc-Croc, ein Impergator und die Sau, welche ein Rasaf ist. Die vier setzen wir einfach deshalb nicht ein, weil ich sie in bisherigen Pokémon-Spielen bereits, die ich Let's Played habe, trainiert habe und ich ein bisschen Abwechslung möchte. Das heißt, wir sind noch bei 19 Pokémon, die ich bisher einsetzen durfte oder die ich bisher gefangen habe, die ich einsetzen kann und will und möchte. Und von diesen 19 Pokémon ist eins jetzt noch das Poké-Ei. Das darf man nicht vergessen, also eigentlich sind es nur 18. Und von diesen 18 sind bereits sage und schreibe 10 gestorben. Also muss man vielleicht an dieser Stelle sich auch nochmal ganz kurz zurückerinnern. Unsere 10 toten Pokémon seit dem ersten Part sind nämlich Desperados, der Superbulle, die Steckdose und die Grenadine, die nur ein sehr kurzes Leben hatten, Knallgas, Dirty Sue, der Wüstensohn, um welchen ich sehr trauere, die Müllabfuhr, auch im selben Kampf gestorben wie der Wüstensohn, der Bugfisch und Brandine. So, das heißt, uns bleiben jetzt noch 8 Pokémon, die wir jetzt noch haben und die möchte ich an dieser Stelle auch nochmal einmal ganz kurz erwähnen, weil die jetzt gerade so ein bisschen die Pokémon sind, die wir wirklich noch einsetzen können, dürfen und wollen. Das ist einmal Doris natürlich und die Bierdose, welche relativ scheiße ist, aber okay. Tabaluga, die Gummiente, die Margarita und auf der und natürlich das Ei, nicht zu vergessen. Und auf der Ersatzbank noch für den Fall, dass wir sie eines Tages mal benötigen, haben wir unter anderem Aquaman und die Super-Illu. Und das war's auch schon. Also wir haben jetzt kein grandios großes Team, keine großen Auswahlmöglichkeiten. Es sollten nicht viel sterben. Wir haben auch 3 Orden bisher errungen. Also bisher läuft's irgendwie, aber es ist auch schon eben oft was gestorben. So, das war jetzt ein kurzer Flashback, der nochmal alle Parts so ein bisschen, die wir bisher hatten, einen kleinen Rückblick bieten sollte. Genug davon. Man muss ja irgendwie die Zeit strecken, versteht ihr? Nein, das macht man in Serien macht man das doch auch. Da dreht man eine Folge und kann dann eigentlich aus dieser Folge 30 Folgen machen. Oder 30 Folgen zur Hälfte füllen, weil man immer wieder Flashbacks hat, wo sich dann nochmal eine Minute komplett nur die damals gedrehten Szenen abspielen. Egal. Wir gucken jetzt mal heute auf den Steilpass, was denn hier noch an Fletcherinos, also fletschbaren Trainern, existiert. Da unten zum Beispiel dieser Wanderer, den haben wir noch nicht bekämpft. Und ich möchte natürlich so viele Erfahrungspunkte wie möglich mitnehmen. Also, moin. Schlotberg, Steilpass. Davon habe ich immer geträumt, wenn ich in den Bergen unterwegs war. Zerklüftete Massive, das bringt meine Seele zum Erbeben. Ja, ich hoffe natürlich an dieser Stelle, dass hier niemand Starkes ist. Also die Lady, die Waltraut oder wie sie hieß vom letzten Part mit dem Mew, die hat mich schon wieder ganz schön ins Schwitzen gebracht. Aber ich glaube, ein Pinsir, damit sollte auch Doris durchaus fertig werden. Ich glaube übrigens, dass Doris nicht schlecht ist. Also natürlich kann man nie sagen, wie lange so ein Pokémon lebt. Das möchte ich auch gar nicht verleugnen. Aber ich glaube, dass Doris
zumindest während sie leben wird, den einen oder anderen glorreichen Moment haben könnte. Denn sie hat eigentlich relativ brauchbare Attacken und darüber hinaus auch noch Stabattacken. Und die Statuswerte sind ja, okay, sind nicht herausragend, keine Frage. Also man muss schon sagen, andere Pokémon haben bessere Werte, zum Beispiel Tabaluga. Aber Doris ist jetzt nicht kompletter Code. So, jetzt bin ich natürlich aber immer wieder in derselben Bredouille, dass ich Doris beim Leveln gegen starke Trainer auswechseln muss. Das ist ein bisschen ärgerlich, würde ich sagen. Denn ich will ja eigentlich Doris trainieren und Tabaluga nicht überleveln, aber naja, irgendwie geht das nicht anders. Deswegen werde ich auf jeden Fall halt nur noch die Trainer aus der Arena machen und dann möglichst gucken, dass ich gegen wilde Pokémon anfange zu leveln. Vielleicht soll ich das sowieso jetzt schon so handhaben. Weil irgendwie Trainer sind halt auch saugefährlich, wie man hier gerade an jedem zweiten Beispiel sieht. Der einzige Vorteil, den Trainer bieten, ist, dass sie einem halt schnell die Möglichkeit geben zu leveln. Das ist so ähnlich wie hier, wie heißt das Zeug? Steroide? Genau, man baut halt irgendwie krass schnell oder krass viele Muskeln auf, aber dafür ist das Zeug eben gefährlich. Das will ich damit sagen. Maurizio. Verlieren ist bitter. Yo, das ist bitter, mein Lieber. Ja, ich bin im Umgang mit Pokémon nicht gerade talentiert, aber wenn es um die Leidenschaft für die Berge geht, stecke ich dich locker in die Tasche. Das will ich dir gar nicht absprechen. Da bist du bestimmt leidenschaftlicher dabei als ich. So, einmal heilen. Und weiter geht's. Nee, ich trotzdem, ich werde halt an diesem Part Steroide nehmen. Also ich werde halt in diesem Spiel, in diesem Projekt in dem Sinne Steroide nehmen. Ich werde halt irgendwie mir gerne die Gefahr genehmigen, gegen die Trainer zu kämpfen. Einfach, weil es spannender ist. Dich habe ich hier noch nie geeignet. Dieser Platz eignet sich nicht für ein Picknick. Noch nie gesehen, hat sie gesagt, ne? Moin. Nee, ich finde das einfach schöner, weil schneller und weil mehr Action. Ja, ist ja irgendwie von Anfang an klar gewesen. Ich biete Action und Tod. Dafür gegebenenfalls keine erfolgreiche Nuzlocke. Es kann ja immer noch eines Tages passieren, dass wir einfach keine einsetzbaren Pokémon mehr haben. Und dann ist Ende. Kann passieren. Ist auch gar nicht so verkehrt, finde ich. Wenn man während des Projektes Spaß hatte, ist es auch nicht so schlimm, wenn es dann irgendwann nicht mehr weitergeht. Aber ich finde es auf der anderen Seite halt auch einfach irgendwie... Ich gehe schon mit der Mentalität ran, dass ich das Spiel durchspielen möchte. Definitiv. Und dass ich gegen die Top 4 gewinnen möchte. Einfach deshalb, weil es irgendwie belohnender ist und weil ich ja nicht nur die Nuzlocke mache, sondern weil ich auch generell auf meinem Kanal eben diese Reihe von Pokémon-Spielen anbiete oder beziehungsweise auch schon auf meinem alten Kanal angefangen habe damit und da eben jedes Spiel auch irgendwie einmal präsentieren möchte. Das wird zwar wahrscheinlich niemals fertig, weil bis ich mal alle Pokémon-Spiele durch habe, lebe ich wahrscheinlich gar nicht mehr, aber egal. Es ist halt so ein nettes Dauerding, das es auf meinem Kanal dann irgendwie auch immer gibt. Der hat eigentlich ein ganz gutes Team hier, der Wanderer oder die Picknickerin oder wie was das ist. Aber müssten wir hinkriegen. Und von daher, ich möchte auch irgendwie das Spiel komplett zeigen. Nichtsdestotrotz werde ich, wenn ich die Nuzlocke verlieren sollte, denke ich, nicht nochmal neu mit einer Nuzlocke in Pokémon Rubin anfangen oder mit einem Let's Play von Pokémon Rubin, sondern einfach dann das nächste Spiel aus der Warteschlange nehmen, weil irgendwie ist das sonst langweilig. Da müssen wir ja nochmal die ersten ganzen Sachen machen, die wir irgendwie ja dann auch schon alle gesehen haben und wo wir keine Lust drauf hatten. Oh nein, das liegt am Boden, es ist zu uneben. Du liegst gleich am Boden und ich über dir, my lady. Stell dir mal vor, einige fahren tatsächlich mit ihren Fahrrädern diesen zerklüfteten Platz hinauf. Ja, ich stell mir das gut vor. Stell ich mir vor, ist lustig. Geil. So, ab ins Pokécenter an dieser Stelle. Nein, also das ist eine Ansage, die möchte ich generell einfach mal machen. Wenn die Nuzlocke scheitern sollte, dann werde ich eben ja entweder mit Pokémon Diamant oder Perl weitermachen oder mit Pokémon Blattgrün. Habe ich mir noch nicht überlegt, aber eigentlich möchte ich diese Remake-Editionen auch irgendwann mal nochmal let's playen. Auf der anderen Seite sind die halt einfach nicht so spannend wie eine Edition wie Perl oder Diamant. Die kenne ich auch gar nicht, also das wäre dann sogar richtig blind in dem Sinne. Ja gut, gehen wir zu Arne. Arne? Moin. Na, wie sieht's aus? Auf dem Weg zum Champ-Captain?
Die Arenaleiterin von Bad Lava-Stadt, Flavia, setzt Feuer-Pokémon ein. Ihre Leidenschaft für Pokémon brennt heißer und stärker als ein Vulkan. Komm ihr nicht zu nahe, du verbrennst dich. Lösch die Glut mit Wasser und dann besiege sie. Und was soll ich jetzt hier machen? Ich soll hier rein oder? Ach nee. Au, 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 ach, ist das heiß. Ja, ihr seid ja auch Vollpfosten hier. Ihr versteckt euch im heißen Sand und verbrennt. Das ist doch... Wenn ich nicht gekommen wäre, wäre ihr jetzt tot. Also, mal ganz am Rande, ne? Das ist irgendwie nicht so eine taktisch kluge Idee. Sorry, aber... Alter! So, aber er muss sich aufladen. Damit habe ich ihn besiegt. Aber... Merke, Schwalboss hat auch starke Attacken. Wer kommt denn als nächstes? Meditalis. Schlecht ist dies für ihn nicht, ne? Na, schauen wir mal, dass wir das irgendwie kaputt kriegen. Die Triplette ist einfach eine sehr schöne Attacke, die macht durchaus Schaden. Und die hat ja auch die Möglichkeit, noch eine Statusveränderung herbeizurufen, das habe ich ganz vergessen. Damit ist Triplette einfach universell besser als Stärke. Deswegen ist es ganz gut, dass ich damals nicht Triplette habe vergessen lassen für Stärke. Hatte ich ja überlegt sogar. Und damit haben wir auch gewonnen. Es war fast riskant, jetzt hier diesen zweiten den dritten Angriff durchzuführen, den zweiten. Aber ein bisschen Risiko muss sein und so levelt Doris auch schneller und alles ist gut und schön. Und alles ist schön. Wunderbar, Doris. Noch ein Level up. Ach, das läuft. Habe ich nicht... Ach nee, das war ja noch gar nicht der letzte. Jetzt kommt Kabuto und da muss ich wechseln. Gegen Stein-Pokémon kann Doris nicht viel machen. Doris! Hör auf, meinen Computer zum Erlahmen zu bringen. Meinen Gameboy zum Erlahmen zu bringen. Ey. Wie läuft denn das mit Raub? Ich denke, die klaut jetzt irgendwas. Der wollte sie wohl klauen, was? Ach so, ich dachte, hier rallt einer, aber der rallt gar nicht. Ich habe vor 2 oder 3 Parts, nein, vor, warte mal, das ist Folge 41, also vor 7 Parts habe ich einen Part einfach irgendwie rallt einfach genannt oder sowas, also einfach geil. Hendrik, der Schweiß lief mir in die Augen. Das ist voll kacke, wenn du im Sand schwitzt, dann klebt das doch alles. Ein Bad im heißen Sand regt den Kreislauf an, auch Gelenkschmerzen lassen sich damit kurieren. Ja, herzlichen Glühstrumpf. Ja, rallt einfach und dann, nur wenige Folgen später, wird hier alles zerborsten. Ja, traurig, aber wahr. So läuft das manchmal, ne? Ach, egal. Gehört dazu. Nuzlocke muss so laufen, damit die auch irgendwie spannend bleibt. Wie sieht's eigentlich mit meinem Ei aus? Ach, das wird sicher noch lange dauern. Na gut. Tja, muss man noch wohl viele Schritte machen. Egal. Das werde ich sowieso nicht in dieser Arena einsetzen wollen, das Ei. So. Hier können wir... Ach so, lief das. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Hier kommen wir runter und dann wieder rauf und müssen uns immer den richtigen aussuchen. Ja, okay. Hätte ich mitdenken können. Also müssen wir irgendwie nach oben kommen. Links, rechts, geradeaus. Okay, links wäre richtig gewesen. Schade. Kann dein Pokémon 200 Grad aushalten? Ich denke nicht. Ich denke nicht, mein lieber Ottbert. Aber Level 24. Ah. Ist hier schon ein heftiges Pflaster, keine Frage. Ich dachte, Elektroball hätte voll die Mega-Initiative. Jetzt bin ich voll verwirrt. Wieso ist Doris denn schneller? Aua. Nö. Wieso ist Doris denn schneller als Elektroball? Ist jetzt irgendwas, bin ich völlig schief gewickelt und Elektroball hat gar keine gute Initiative? Ich dachte, Elektroball wäre eines der schnellsten Pokémon des Spiels. Also, naja, des Spiels vielleicht nicht, aber der ersten Generation. Und da kommt Doris doch auch her. Ja, jetzt ist es auch schneller, aber... Wundert mich ein bisschen. Oh je. Aber ist auch schon wieder ein... Ah, sehr gut. Volltreffer. Schön. Triplette ist einfach... Doris macht das einfach gerade super, muss man sagen. So, Ottbert war nichts. Die Hitze war nicht stark genug. Nee, war ja auch Strom. Mit Strom heizen ist voll die schlechte Idee. Die Temperatur von Magma beträgt über 200 Grad. Deine Pokémon haben mich besiegt. Sie sollten auch in Magma überleben können. Also es gibt ja Stromheizung, aber ich habe das Gefühl, dass man da irgendwie seine Stromrechnung in unkalkulierbare Höhen hochschnellen lässt. Ihr könnt mir ja mal sagen, wenn ihr Erfahrungen mit Stromheizungen habt, wie das läuft.
Okay, wo jetzt? Hier? Nein. Okay, dann ist das auch der letzte Kampf für heute. Ich versuche Stress abzubauen. Komm her, ich will mich abreagieren. Es ist vielleicht ganz gut, wenn wir alle Trainer in der Arena besiegen. Die sind ja zum Leveln da zum einen und zum anderen, wenn ich dann das nächste Mal in die Arena gehe, wenn ich nämlich dann bereit bin mit den Leveln, dann muss ich nicht aufpassen, wo ich langlaufe, sondern kann einfach straight forward zu Flavia. Das ist gut. Alter! Doris, du verdienst für immer und ewig meinen Respekt, dass du die Attacke überlebt hast. Also, bitte, von allen, Kreuzhieb ist eine sehr starke Attacke, es ist eine Kampfattacke, die war sehr effektiv. Dass Doris da nicht gestorben ist, also das ist wirklich respektabel. Ich würde, das ist ja voll das Monstervieh hier, was Kampfattacken betrifft. Also Doris, dass du gegen das Vieh überlebt hast, ist wirklich meine Hochachtung. Ich muss sagen, Tabaluga wird zwar erstmal MVP bleiben, aber wenn Doris so weitermacht, kann sich das durchaus auch noch ändern. Dann ist die Weiterentwicklung eines verdammten Radfratz MVP, das kann ja auch nicht sein. Aber ist dann halt so. Das Vieh ist einfach cool. Also Doris, weiter so. Wirklich sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut. Sehr, sehr gut, Hagen. Der dicke Hagen kriegt einen verkleinerten Magen. Ich hoffe, Flavia wird dich rösten. Ha, ho. Bleibt man zu lange im heißen Sand, macht einen das ganz schön fertig. So, und wo muss ich jetzt lang? Hier? Wahrscheinlich. Oder hier? Okay, kann ich mir aussuchen. Dann suche ich mir das beim nächsten Mal aus, ihr Radis. Für heute reicht's. Und wenn euch das Video gefallen hat, ich muss jetzt nämlich zur Uni, deswegen mache ich jetzt Schluss. wenn euch das Video gefallen hat, seid doch noch so gut und lasst mir eine positive Bewertung oder auch einen netten Kommentar da. Und lasst ein bisschen Liebe hier für Doris da. Die war ja wohl mal eben grandios. Die sollten wir vielleicht noch heilen, sonst vergesse ich das vom nächsten Part. Ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Rubin. Und bis dahin, macht's mal gut und tschö, tschö.